getötet. Ja. Suchen wir uns Freunde. Na, ich bin extra noch mal ein Stück rangelaufen, um ihn hier Dings hier erschöpfen zu geben, aber. Da hatte ich mir schon drauf geklatscht. Ich weiß nicht, ob ich. Na, ja, es ist Blitzkrank, ey, der mit seinem blöden Mana-Schild wieder. Ich bin mir nicht ganz sicher. Na, Jax greift mich an und du bist hin, ne? Das weißt du selber, hoffentlich. Selbst die Vasallen sind hier stärker als der Jax, muss ich eiskalt sagen. Die Vasallen hier haben einfach mehr drauf wie der Jax. Lauf, kleiner Kogmaro, lauf. Oh, wie er läuft. Jetzt oben reben, ne? Ja, hab ich vor. Weil der Eis gerade im Gebüsch war, hat, ne? Da nicht. Ja, ich lockse. Ich lockse. Oh, ich muss laufen, ich muss laufen, ich muss laufen. Oh, ich hab ja sowas von keine Chance gegen euch. Upp, kommt er. Wo seid ihr denn? Ah, eiskalt in die Kotzwitze gelaufen, Jax. Ja, kacke, wa? Das hält nicht ewig. Außerdem lässt er sich so noch öfter mal ein bisschen treffen. Oh, okay, der Ricardo ist eisenhart und will jetzt, dass er Vladimir stirbt. Immer der letzte Schuss, immer. Egal was ist, der Mike haut zuletzt noch einen Schuss drauf. Ich glaube, das konnten die beiden gerade auch nicht fassen. Vladimir war starr vor Angst und stehen geblieben. Läufst du ihm hinterher, oder? Ja. Okay, dann halt ihn fest. Sehen Sie das, meine Damen und Herren, wie er mich schon wieder abstaubt? Ich, okay. Ich hab dir geholfen, ihn zu klatschen. Also hättest du mir geholfen, ihn zu klatschen, hättest du ihn nicht getötet. Help, Ricardo. Help, help. Nö, sterb doch. Warum? Jetzt war die Eisbahn sterben geklappt, ja. Danke, Ricardo. Mal Eddie gleich. Eiskalt. Ja. Du musst Schrägstrich Users, Schrägstrich Team Ponage beischreiben. Machst du's doch. Ja, sonst finden die blöde Seite ja nicht. Das schaffen die schon. Nee, glaube ich nicht. Ich will mich mal kurz wieder aufladen. Mein Gott, ey. Die Lado, hinter dir. Futter. Oh shit, Ricardo. Oh fuck. Boah, du bist ja echt ein Hardcore-Typ, Ricardo. Schade, dass du da draufgegangen bist. Du bist immer noch am Leben. Du bist ja ein richtig harter Ricardo. Nur die Harten kommen sagen auf dem Garten. Hilfe! Schade, Eddie. Das war seine Ulti. Also ich muss sagen, die Runde läuft ein bisschen gut für mich. Aber auch nur ein ganz kleines bisschen. Also ich würde mal sagen, wir hauen jetzt mal kurz den Tower kaputt. Kommst du wieder den letzten Stark abstauben? Wohin gehen wir? Jetzt war ich schon meine Mobs abstauben. Ich glaube, mein Schwein fällt. Ich habe hier gerade einen Jax gesehen. Er ist bestimmt ange. Och, fuck, komm her, Jax. Komm her, ich bin hier. Ich bin dein Freund, Jax. Hey, Jax! Och, Manno. Jax will nicht mit mir spielen, hab ich das Gefühl. Er will auch nicht abgestoppt werden. Na, was denn, Fräulein? Komm her, komm her! Hau mich, du haust mich bestimmt kaputt. Blitzkrank, du haust mich bestimmt tot. Oh, Vladimir ist hier. Oh, keine MP. Außer wenn du schießen kannst. Hier. Oh. Meine Freunde brauchen bestimmt meine Hilfe. Das war blöd von mir. Ja. Hauptsache, Eddie ist entkommen. Also. Noch nicht! Yay, Eddie ist auch gestorben. Ricardo okay, staubt den Donner. Er hat jetzt gerade 1000 Gold von mir bekommen. Aber Hauptsache, Ricardo kriegt's jetzt alle. Komm schon, Ricardo. Jawohl, einer am anderen, einer am anderen. Der hat gerade seine Pfütze eingesetzt, den klatscht er jetzt weg, oder? Einmal reingreifen. Heulen, Ricardo, heulen nicht vergessen. Jetzt doch den Schreck jetzt reingreifen, ne? Jawohl. Jetzt mach ihn kaputt. Jawohl, Ricardo, eisenhart. Du kriegst ihn noch, den kriegst du noch. Nee, das schaffst du nicht mehr. Schade. Den kriegst du, den schaffst du nimmer. Okay. 12-1, verdammte Axt. Ich bin jetzt echt einmal draufgegangen. Ah.
Aber ich wollte unbedingt den Eddie retten. Ich wollte ihn unbedingt schützen und ihn weiß. Ricardo, ich glaube, ja. Wäre Ricardo ein bisschen früher da gewesen, da kann man ja auch keinen Vorwurf machen. Aber dann hätten wir es auf jeden Fall geschafft. Doch, man kann ihn einen Vorwurf machen. Das kann man. Ah, es wäre fast wieder eine perfekte Runde für Cogmao gewesen. Aber ich muss sagen, es war auch ein ziemlich einfaches Spiel für mich. Weil so ein Vladimir hat einfach keine Chance gegen Cogmao. Die hat er einfach nicht. Nicht mal so ein bisschen. Wo sind die denn hin? Die waren doch hier gerade noch. Rotz die Vasallen um, kleiner Cogmao. Rotz um. Oh. Oh, geil. Vladimir, ja, ich hab's auch gesehen. Oh, fuck. Oh, bofuck. Na, komm her. Ricardo ist bestimmt bei mir in der Nähe, um mich gleich zu beschützen. Ja. Oh, fuck. Mit Vollmond. Oh, fuck. Der Aufnehmer hat den Mund voll, das ist auch sehr lustig. Ja, das ist Mike hat immer den Mund voll, du weißt ja. Er ist Anti-Frau pro Mann. Auf jeden Fall. Wo sind die? Na, da stand ich vielleicht immer noch und dachte, wo sind die? Die waren doch gerade noch hier. Hast du ja gesehen, was passiert ist. Ich frage nur kurz, ob das Gegnerteam Franzosen sind. Parlez-vous français? Ach, vous schreibt man so, okay. So würde ich schreiben, aber. Wer von uns hatte mehr Französisch, ich oder du? Du. Hey, die 2 Stunden haben nicht gezählt. Ich hatte nicht 1 Stunde Französisch in meinem ganzen Leben. Anders, dafür ja. Viel zu lange nicht, Spanisch. Ja. Französisch nur anders. Mit weniger reden. Böser Blitzkrank, verpiss dich. Komm her, Checks, komm, du mal her. Fuck, Ricardo, ich steck hier fest. Mike, hinter dir. Ich seh's. Warum will er nicht? Der will nicht mit mir spielen, ey. Hey, lass Neddy in Ruhe, Jax. Verpiss dich mal. Hätte auch früher gegangen können. Ach, es ist halt wieder eine Pfütze, die doofe Sau. Ja. Alter, mach den Tower. Oh, den Tower weg! Euer Team hat einen Turm zerstört. Ja, der Mike hat übersehen, ne? Ja, so ein bisschen. Ich glaube, ich jungle mich jetzt eine halbe Stunde hoch. Der Cogmao hat ein bisschen Hunger. Muss man doch futtern lassen. So, dann hat er einen Frosthammer. Der gute alte Cogmao. Guckt ihn euch an. Oh, wie süß. Jetzt noch Schattenklinge. Schattenklinge hat er auch noch nicht. Du musst mal machen wegen der Kritterhöhung, die du hast. Ab. Oh, auf jeden Fall. Oder fehlt nur Unendlichkeit. Ja, oder direkt dreimal Schattenklinge, weil Schaden macht er jetzt schon genug. Ja, ist immer gut. Ja, stimmt. Einmal Klinge der Unendlichkeit, zweimal Schattenklinge. Na, lauf, kleiner Cogmao. Ja, lauf. Ach, also, wenn er ohne den Bartlers und ohne seinen passiven schon 1000 Hits rein donnert, ist auch gut. Oh ja, auf jeden Fall. Denkst du mal, die Mobs halten was aus? Nein. Ich muss immer sagen, Malphite ist eine eindeutig bessere Vasallenfarmer. So würde den Cogmao ich hab gerade noch. Na, was soll das? Oh, shit. Kommst du mit? Der Vladi ist da. Nee, Vladi hat sich verpisst. Hat mich gerade gesehen. Oh, doch nicht. Hey, Blitzi, komm her. Wie er Blitzkränk mich jetzt gerade eiskalt gerettet hat, meine Damen und Herren. Ja, die Ulti ging eiskalt daneben. Tut mir leid, Vladimir. Also, mir tut's wirklich im Herzen weh. Ja, du fetter Jax, kommst du her? Ich mach da gerne. Schön, ja, Glitch-Shit, hä? Vladimir ist ordentlich hinter mir her. Doppelglitch, da rennt er wieder. Also, Vladimir, das ist ein bisschen beschämend, muss ich sagen. Der dritte Glitch, guck dir neu an. Ich geh mich mal wieder voll machen. Ja, das müssen wir gleich gewinnen, wir können uns Zeit lassen. Wir sind erst bei 25 Minuten, ist gut in der Zeit.
Also, wir dominieren hier gerade ein ganz klein wenig, muss ich hinzufügen. Bisschen nur. Bisschen. Ja, wirklich ein bisschen, ne? Ja, hast recht, Eddie, ey. Ich tu dem Wladimir einen Gefallen. Ich kauf mir Klinge der Unendlichkeit. Okay. Da. Ich wollte auch schon ein paar Mal ausprobieren, aber ich bin irgendwie nie weit genug genommen. Ich sag mal, meistens am Surrendern gewesen. Ja, aber das kannst du. Okay. Hauptsache, Mike kommt und staubt meine Mobs ab. Ich geb dir dafür auch Mana, Eddie. Ja, das Minister, komm her damit. Bitteschön, Eddie. Der große Drache. Der große Drache, oh mein Gott. Du kannst unten kannst du ignorieren, der Drache ist schwerer. Ja. Du kannst auch draußen stehen bleiben, ne? Ich weiß. Da. Draußen Blitz reingedonnert. Ach, Mann, oh. Kurzes Vergnügen. Flatt. Kurzes Vergnügen. Oho. Na? Okay, dann fallen sie uns alle drei in die Seite. Die sind hier, gerade alle drei. Den Jax können wir so den Weg abschneiden. Ich hab mal kurz Jax Hallo gesagt. Nicht mal den Blitz kränken, aber der Flatt war da mit seiner Ulti. Ich hab einen Blatt noch erwischt, leider nicht gekillt. Ich hab schon wieder gerade voll die Lex. Der wollte doch jetzt mal auch nicht ausmachen, oder? Ja, wenn du Lex hast, das schöne Video. Ja, also mit Lex können wir das nicht zulassen. Ey, Wladimir verpisst dich einfach. Nee, also nicht so Lex, sondern so mein Bild. Immer geht immer runter, die FPS. Ich weiß auch nicht. Oh, das hatten wir vorhin auch. Also. Ich und Eddie, also wir haben vorhin schon versucht, ein Game aufzunehmen. Auf einmal ist es episch in die Hose gegangen, meine Damen und Herren. Weil es irrsinnig auf einmal angefangen hat zu ruckeln, aber erst im Late Game. Ja, bei mir war es auch vorne am Anfang. Wann hast du versucht aufzunehmen? Im Late Game. Ne, vorne. Anfang der Runde. Ging so 2-3 Minuten. Dann war es ganz normal. Und dann ziehen wir wieder hoch, dann wieder runter, dann hoch, dann runter. Also ich finde das sehr, sehr kurios und komisch, meine Damen und Herren. Ja, müssen wir uns ein anderes Programm suchen zum Aufnehmen. Ah. Der Mike zahlt's. Fraps 3.1 genügt wohl unseren Ansprüchen nicht mehr. Ja. Da gibt's ein ganz schickes, habe ich vorhin gefunden. Ach, wie heißt's? Kostet ein bisschen was. Ich gebe eben was kaufen. Ich mache keine Werbung, Mike. Keine Werbung. Wie heißt es denn? Sag ich dir nachher. Komm mir nicht mit Gamecam um die Ecke. Ne, sag ich dir nicht. Nenn keine Namen. Hey, was soll der Scheiß hier? Ich könnte, glaube ich, auch mit Camtasia aufnehmen. Komplett. Also, ich habe auch noch wirklich selten so einen eisernen Gegner gesehen, muss ich sagen. Ja. Also, der Gegner denkt wirklich, er malt sich wirklich noch einen Herzschmaus. Ja, ich hole jetzt das Tower da unten, das Feierabend hier. Schnick, schnack, schnuck. Ja, aber wenn der nächste Tower schon schrottet, wäre richtig lustig. Blitzi, komm!